Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es um das Spiel Jinsei. Das ist auch ein Ratalaika-Game und auch wieder eine Visual Novel. Da werden wir heute anfangen, dass wir das jetzt mal auf Platin spielen. Ihr könnt das entweder skippen oder ihr könnt zum Beispiel sagen, ich gucke es mir tatsächlich komplett an, würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt empfehlen, weil das geht schon eine Weile. So, dann haben wir hier zum Beispiel, wenn ihr die Optionstaste drückt, habt ihr unter anderem einmal hier die ganzen Einstellungen. Ist also ein bisschen anders, als wie man es normalerweise kennt. Könnt ihr auch die ganzen Sachen einstellen. So, da müssen wir auf jeden Fall auch noch hier überall die Plättchen reinmachen. Und dann können wir auch hier skippen. Wichtig ist auch wieder, ihr seht jetzt auch vom Auswählen, wir nehmen jetzt da das untere. Wichtig ist jetzt auch wieder, dass wir zwischendurch speichern. Und ich werde euch natürlich die Stellen auch sagen, wann die sind. So, und jetzt haben wir einen Punkt, wo wir eben den ersten Save-Punkt machen. Und dann setzen wir jetzt auch direkt mal rein. Wir müssen jetzt auch direkt den Save nochmal laden. Und die andere Option auswählen.
So, an dieser Stelle müssen wir jetzt wieder ein Save machen. Und können an dieser Stelle auch direkt den anderen Save wieder laden. Jetzt natürlich müssen wir hier die andere Option auswählen. Und kriegen die nächste Trophäe. So, brauchen wir wieder ein Safe? Und laden nächsten.
So, an dieser Stelle brauchen wir nochmal ein Save. So, laden den Spielstand. Und laden den nochmal. Und dann geht's los mit einem neuen Game. Dann geht's auch los. So, an dieser Stelle brauchen wir nochmal ein Save.
Jetzt müssen wir nochmal den letzten Save laden.
So, das war's auch schon mit dem Guide. Dadurch sind wir jetzt fertig oder damit sind wir jetzt fertig. Ihr seht, es ist recht simpel. Ich werde euch auch drunter natürlich den Guide in Textformat schreiben, damit ihr den auch habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurer neuen Platin. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.